Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kettenbrief-Antwort-Video. Ich bin die fünfte im Bunde. Mein Vorredner, der Nörgelman, hat es tatsächlich gewagt, mich zu nominieren. Nein, Spaß natürlich. Ich freue mich sehr darüber und danke dafür. Ich habe wirklich ein paar Luftsprünge gemacht. Ja, ganz kurz noch zur Erklärung. Das Ganze hat sich der 70 Plays ausgedacht, damit wir kleinen YouTuber uns einfach ein bisschen besser kennenlernen und ja, was treibt der andere so und so weiter. Dann hat der 70 Plays das an den Stone da weitergegeben, der an den Teasy, der wiederum an den Nörgelman und schaut auf jeden Fall bei den anderen auch mal rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, jetzt hat es mich erwischt. Ich würde sagen, ich schnack auch nicht mehr lange, weil ich eigentlich die Zeit vom Nörgelman unterbieten möchte. Warum, weiß ich selbst nicht so genau. Ist aber auch egal. Im Hintergrund seht ihr eine Runde Killing Floor von mir. Und ja, ich sage, los geht's mit Teil 1. Ich beantworte die Fragen. So, kommen wir zur ersten Frage. Die lautet, wie bist du auf YouTube gekommen? Ja, und da kann ich mich eigentlich den anderen nur anschließen. Bei mir war es eigentlich genauso. Ich weiß gar nicht mehr genau, ja, wann es letztendlich war. Auf jeden Fall war es natürlich auch über Musik. Es war ja dann eine Zeit lang einfach mal richtig angesagt, über YouTube Musikvideos zu gucken. Da hieß es dann in der Schule, oh, ich bin cool, ich gucke Videos auf YouTube. Habe ich auf YouTube gesehen und so weiter. Ja, ganz witzig und ja, das ist einfach der Grund. Frage Nummer 2. Wieso bist du YouTuberin geworden? Ja, also wer es vielleicht gesehen hat, mein Kanal gibt es schon seit 2006. Da habe ich früher ja so ein paar Pferdevideos aufgenommen, aufgenommen und hochgeladen. Qualitativ sehr schlecht, aber das hat damals einfach auch noch niemanden interessiert. Und ja, dann war der Kanal erstmal ganz, ganz lange tot. Dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, habe ich auf jeden Fall angefangen, Let's Plays zu gucken und überwiegend Allotrix, falls den jemand von euch kennt, gucke ich jetzt aber nicht mehr. Und natürlich Gronkh, Minecraft habe ich gesuchtet, ich habe alle Folgen gesehen und irgendwie habe ich dann einfach gedacht, so, du hast jetzt auch Bock drauf und habe einfach mal losgelegt. Frage Nummer 3, was bedeutet dein Nick? Ja, mein Nickname, also Schneckball, der existiert tatsächlich auch im RL. Wie Nörgelman das schon gesagt hat, das ist wirklich eine Abwandlung meines RL-Spitznamen. Hat sich dann einfach irgendwann mal so ergeben, habe ich von meiner Familie bekommen. Und der ist auch noch aktuell heute. Und ja, das hat er, glaube ich, im Stream bei Tuba aufgeschnappt. Hast du gut aufgepasst. Okay, kommen wir zur vierten Frage. Schlechte Erfahrung auf YouTube. Ja, was heißt schlechte Erfahrungen? Also ich hatte da mal ein bisschen Haterei. Ich weiß nicht, ob ihr es alle wisst. Ich habe ja an dem Contest von Damakash teilgenommen und ja, da habe ich irgendwann mal einen so einen richtig dummen Kommentar bekommen, wo ich, ja, der hat mir auch kurzzeitig so ein bisschen den Rest gegeben. Ich war da wirklich richtig, richtig wütend. Aber ja, mittlerweile ist mir das einfach total egal und ich hatte da auch, ja, es gab halt einfach ein bisschen Haterei mit vielen Dislikes und ja, wie gesagt, es ist mir mittlerweile egal. Ich habe da ein Motto, das ich jetzt verfolge, das habe ich in irgendeinem Video auch schon mal erwähnt. Das ist einfach, es geben nur die einen Daumen runter, die selber keinen hoch bekommen. Finde ich sehr witzig und muss ich jedes Mal lachen. Dann kommen wir zu Frage 5, die besten Erfahrungen auf YouTube. Ja, also da würde ich doch tatsächlich sagen, das ist so gerade die aktuelle Situation. Also schon angefangen mit dem Contest und ja, so jetzt gerade das hier mit euch, ja, vielen, mit den ganzen Leuten. Ich habe so viele liebe, nette Leute kennengelernt und ich freue mich einfach über jeden Kommentar und neue Abos und gefällt mir gerade richtig gut und dass wir uns auch untereinander irgendwie so gut verstehen. Da gibt es jetzt nicht so die große Haterei und ja, das ist wirklich eine super Erfahrung für mich. Frage Nummer 6, Lieblingsspiel und Lieblingsgenre? Ja, ist natürlich in erster Linie auf jeden Fall Horror. Hat der Nörgelman schon richtig vermutet. Momentan Lieblingsspiel im Horrorbereich würde ich auf jeden Fall sagen Amnesia. Das zocke ich ja gerade aktuell. Aber ich würde schon sagen, ich liebe eigentlich alle Arten von Horrorgames. Also wirklich alles. Ich spiele auch alles. Und dann mag ich aber auch noch unwahrscheinlich gerne Shooter. Ich bin da auch so ein kleines Fangirl.
Und zwar von der Call of Duty-Reihe, also Modern Warfare 2 und Black Ops 2. Das sind so, glaube ich, meine beiden, ja, die beiden Liebsten. Und die suchte ich auch heute noch. Ich muss aber sagen, auf der PlayStation. Ich habe mir jetzt hier zwar Black Ops auch für den PC gekauft, aber ja, mal schauen, ne? Und natürlich Minecraft. Ich bin auch ein absoluter Minecraft-Junkie, zocke ich aber überwiegend für mich. Und ach ja, was ich noch sagen wollte, der Nörgelman hat in seiner Folge da etwas angeschnitten. Und zwar meinte er ja, ich verkaufe Seelen auf eBay. Und Leute, ich frage mich, woher weiß er das? Er hat tatsächlich recht. Ich betreibe einen Kanal auf eBay, nennt sich Samara. Samara ist natürlich angelehnt an das kleine Mädchen von The Ring. Wer es nicht kennt, ich würde mich da auf jeden Fall freuen. Schaut doch mal vorbei auf meinem Account in meinem eBay-Shop und ich finde, ja, da gibt es noch ein paar andere Dinge außer Seelen und der Nörgelman hat auch schon kräftig eingekauft. Kommen wir zur siebten Frage. Wo nimmst du deine Motivation her? Ja, ich glaube, meine Motivation, es ist einfach, weil ich es liebe zu zocken und wenn es dann auch noch Leute gibt, die sich das angucken, wird es halt einfach noch viel cooler und weil mir die Kontakte zu euch einfach super viel Spaß machen und ja, das ist es. So, die Frage Nummer 8 war, was ist dein erstes Computerspiel gewesen? Ich muss sagen, der Nörgelman hat es da wirklich ziemlich perfekt getroffen. Es war tatsächlich Tetris, Pac-Man und Minesweeper auf dem PC. Dann irgendwann kamen so die Super Mario-Geschichten mit der PS1, kamen dann die ersten Horror-Sachen und ja, Tekken, Street Fighter und so. Das, würde ich sagen, waren meine ersten. Als nächstes kommen wir zu der Frage Nummer 9. Die hat sich jetzt der Nörgelman dazu ausgedacht. Wie viel Zeit verbringst du mit YouTube? Hat er auch nicht ganz unrecht, war natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich verbringe zurzeit doch schon sehr viel mit YouTube und gerade in meinem Urlaub. Ich habe ehrlich gesagt auch schon überlegt, meinen RL-Job zu kündigen, weil ich finde einfach, bei fast 100 Abos kann man das durchaus machen. Geplant ist auf jeden Fall ein Trip in die USA. Habt da schon ein paar andere Interessenten, also wenn ihr auch Bock habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Wir starten da was. Nein, natürlich Spaß. Ich verbringe natürlich aber wirklich schon viele Stunden und ich liebe es halt aber auch einfach. Und ja, momentan habe ich nur ein Let's Play und mal so ein bisschen Zeugs zwischendurch, aber das wird sich demnächst ändern. Da kommt noch ein bisschen mehr. So, und zu guter Letzt bin ich jetzt ja dran mit meiner Frage. Ich habe mir auch eine Frage überlegt und ich bin gespannt, was da so bei euch rauskommt. Und zwar, welches Spiel hat dich emotional am meisten mitgenommen bzw. hat dich berührt? Habe ich erst so gedacht, es ist vielleicht eine Frauenfrage, aber ach, Blödsinn. Haut raus, Jungs. Also für mich ist es auf jeden Fall The Last of Us. Es ist wirklich für mich mit Abstand das beste Spiel. Ich finde, dafür lohnt sich das sogar, sich eine PlayStation zu kaufen. Und ja, also das hat mich wirklich an manchen Stellen so sehr berührt und dass ich wirklich geweint habe. Also gebe ich jetzt wirklich zu, ich habe bei The Last of Us geheult. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie das Ganze so weitergeht und somit kommen wir dann auch gleich zum zweiten Teil. Ich musste mir ja nun auch jemanden aussuchen, dem ich jetzt die Fragen dann einmal stelle und an den ich dann den Kettenbrief weiterreichen werde. Ja, kommen wir jetzt also zum zweiten Teil des Videos bzw. zum zweiten Teil des Kettenbriefes. Ich werde euch jetzt eröffnen, wen ich mir ausgesucht habe, wer den Kettenbrief weiterführen wird. Und ihr seid gespannt, oder? Ihr wollt es jetzt wissen, ne? Okay, dann werde ich euch das jetzt auch sagen und keine Ahnung, warum ich hier so rumeier, ich habe gerade einfach Bock drauf. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich ja schneller sein wollte als der Nörgelman mit seinem Video. Ich muss also unter 25 Minuten sein, das ist meine persönliche Challenge hier heute und wenn ich noch weiter so rumquatsche, wird es nicht klappen. Okay, also ausgesucht habe ich mir den guten Nutoka. Nutoka aufs Brot heißt sein Kanal, den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. So wie die anderen auch. Nutoka, ich hoffe, du freust dich. Du brauchst keine Angst haben. Ich werde keine Scheiße über dich erzählen.
Ich habe versucht, die Fragen irgendwie zu beantworten. Ich musste mir das natürlich teilweise wahrscheinlich irgendwie zusammenreimen. Aber du wirst es auf jeden Fall richtig stellen in deinem Video. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Und ja, dann lege ich mal los mit den Fragen. Kommen wir nun also wieder zur ersten Frage zurück. Wie bist du auf YouTube gekommen? Also ich glaube, da gibt es mittlerweile keine großen Unterschiede mehr. Wir sind da irgendwie wahrscheinlich alle ähnlich drauf gestoßen. Entweder durch Musik hören oder durch Unterhaltungsvideos. Vielleicht hast du diese Fail-Compilation-Videos geguckt. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Und ich mache gleich weiter mit der zweiten Frage. Wieso bist du YouTuber geworden? Das beantworte ich einfach ganz kurz und knapp. Ich glaube einfach, weil er Bock drauf hatte, weil er Spaß an der Freude hat. So, die dritte Frage war, was bedeutet dein Nickname? Und der ist ja nun Nutoka aufs Brot. Ich habe ein bisschen überlegt und das Einzige, was mir einfach dazu einfällt, ich glaube, er liebt Nougat, beziehungsweise liebt er Nutella. So richtig geil fett auf frischem Brot, so so richtig mega fett, so Daumenbreite oder sowas. Und vielleicht löffelt er das Zeug auch sogar pur. Also ich habe das auf jeden Fall eine Zeit lang wirklich gerne getan. Und was mir dazu gerade noch einfällt, mega geil, wenn das wirklich so ist, dann probier mal ein Crepe mit Nutella und Banane. Das ist wirklich der Hit. Okay, die vierte Frage waren die schlechten Erfahrungen auf YouTube. Keine Ahnung, also nö, ich glaube, er hat da keine großartig schlechten Erfahrungen gemacht. Ich konnte da zumindest irgendwie nichts Negatives feststellen und wenn doch, dann wird er uns auf jeden Fall noch davon erzählen. Die fünfte Frage waren die guten Erfahrungen oder die besten Erfahrungen auf YouTube. Da denke ich aktuell einfach, was ganz geil oder worüber er sich gefreut hat, ist, dass er die 50 Abos geknackt hat. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Und dann würde ich sagen, das neue Projekt, was er starten wird, weil das sicherlich cool wird, glaube ich. Und ja, ich bin auch gespannt, mal sehen, wer da so mitmacht. So, dann die sechste Frage, waren Lieblingsspiel und Lieblingsgenre. Also ich hätte jetzt einfach spontan mal Minecraft und irgendwie Zombie-Krams rausgehauen. Ich habe aber dann auch nochmal so ein bisschen seinen Kanal gestalkt und habe geguckt, was da so ist und er spielt auf jeden Fall gerne Rennspiele, Rollenspiele und dann habe ich Sims gesehen und dann dachte ich mir, geil, mach mal ein Sims 4 LP, wäre richtig witzig. Ich habe da immer gerne Pools ohne Treppen gebaut oder die Sims gleich eingemauert, das fand ich immer sehr witzig, aber ich glaube in dem neuen Teil gibt es gar keine Pools, aber ja, sehr witzig auf jeden Fall. Kommen wir zu Frage 7. Wo nimmst du deine Motivation her? Die Frage war für mich irgendwie ein bisschen schwer zu beantworten, so quasi schwer bis gar nicht. Oder schlecht bis gar nicht. Egal, auf jeden Fall wusste ich nicht, was ich da sagen soll. Und vielleicht ist es einfach so wie bei mir, dass du einfach das Zocken liebst, einfach Bock drauf hast. Und das alleine reicht für mich meistens natürlich mit euch als Zuschauer noch als Motivation aus. Frage 8 war das erste Computerspiel. Da glaube ich, keine Ahnung, vielleicht irgendein Super Mario-Zeug auf dem Nintendo oder, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, irgendwie ein Rennspiel. Die neunte Frage, wie viel Zeit verbringst du mit YouTube? Meine Einschätzung ist gerade, ich würde sagen, er verbringt zurzeit auf jeden Fall auch recht viel. Er hat ja nicht auf seinem eigenen Kanal Projekte am Laufen, sondern aktuell auch noch woanders. Und dann kommt natürlich auch noch das neue Projekt dazu und und jetzt halte ich ihm auch noch den Kettenbrief auf. Lieber Nutoka, du hast, glaube ich, gut zu tun, aber ja, das schaffst du schon. So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, zur Frage Nummer 10, die ich mit ins Spiel gebracht habe. Ja, also, welches Spiel hat dich emotional am meisten mitgenommen bzw. hat dich berührt? Und die Frage kann ich nicht beantworten, möchte ich auch nicht beantworten, da bin ich einfach tierisch gespannt drauf, ob es da bei dir was gab. Also interessiert mich auf jeden Fall und hau's einfach raus. Ja, dann sind wir jetzt auch am Ende des Videos angelangt. Ich dachte, ich quatsche euch nochmal ganz kurz voll. Ich sage nochmal Danke beim Nörgelman, dass du mich ausgewählt hast und ich hoffe, ihr habt nicht zu viel erwartet von meinem kleinen Video. Ich habe es ein bisschen unter Zeitdruck gemacht. Fragt mal den Nörgelman, der, ne?
Der weiß das schon und ja, nee, also ich habe momentan viele Sachen am Laufen, mein Projekt, und da muss ich noch was machen und dann kommt noch was und ja, ich dachte, ich setze mich einfach gleich ran und mache das fertig. Und ja, Notoka, ich weiß, du hast gerade auch viel zu tun, aber ich denke, so ein kleiner Kettenbrief, komm, das ist noch drin und besser jetzt als später, wenn du nachher 100 Fragen beantworten müsstest. Also ich glaube, ich tue dir gerade jetzt einen Gefallen damit und sprechen ist auch nicht mehr so. Das kommt, glaube ich, auch daher, dass ich wieder arbeiten muss und dadurch auch noch den ganzen Tag telefoniere irgendwie. Und ja, jetzt atme ich einfach mal tief durch, fahre einen Gang runter. Wünsche euch viel Spaß mit den noch folgenden Videos. Ich grüße euch alle ganz lieb und sage ciao, eure Schneckball.